Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo K-Mechanik-Fans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfried Zockt, K-Mechanik-Simulator 2021. Ach ja, was kann man Schönes machen? Die Garage aufsuchen? Oder eine Scheune aufsuchen? Oder ein Auktionshaus aufsuchen? Wir gehen mal in die Garage. Was ist der DC-10? Den sollte ich aufbauen, hat mir einer geschrieben. Also das ist aber einer von denen, die ich gerne behalten würde, wenn ich das kann. Oh, Festplatte. Da ist das Auto. Hat er länger gesucht, weil DLC-Karre. Wir haben viele Autos, ne? Wir haben echt viele Autos. Die müsste ich alle mal machen. Alle mal, ja, wie auch immer. So, und das hier ist ja gesperrt. Kostet nur 25.000, das freizuschalten. Und da sehen wir auch schon das Problem, weil 2, 4, 6, 8, 10 Autos schaffen wir in eine Reihe. Und es gibt 72 Autos plus die DLC-Karren bis jetzt. Das heißt, wir müssen theoretisch 8 Reihen Garage kaufen, um all diese Autos dort zu lagern. Wenn ich denn irgendwann mal alle haben will. Ah. Viel zu tun. Sollen wir den doch verkaufen? Wir gucken uns mal an. Na, die Frage ist ja, wie häufig finden wir dieses Auto nochmal? So, geben tut's den Scheune, Schrottplatz, Versteigerung. Mit anderen Worten, wir könnten ihn wiederfinden. In der Scheune, auf dem Schrottplatz oder bei einer Versteigerung. Der kriegt viele, viele Motoren unter. Und der ist, wenn ich das richtig sehe, eigentlich ist er der komplett. Der müsste komplett sein, oder? Was heißt Kennzeichen? Achso, ich kann mir die Teile hier markieren. Das will ich ja gar nicht. Kamerasteuerung, du machst mich kirre. So, gib mal den Foto. So sah er aus, bevor wir uns um den gekümmert haben. Wir schieben ihn mal auf Platz 1 in der Halle. Ich sitze blöd. Fällt gleich der Arm raus. So, dann steht er hier. Ja, aber das ist doch alles noch in Ordnung. Was war denn da mit der Felge aus dem Inventar? Irgendjemand hat mir irgendwas geschrieben von, ich sollte den machen, dann hätte die Felge aus dem Inventar auch irgendeinen Nutzen. Wo ich beim besten Willen nicht weiß, was er mir damit sagen wollte. Ach du lieber Schreck. Okay. So, wir machen erstmal, haben wir noch keine Durchsicht gemacht. Haben wir nur das eine Rad angeguckt. Da waren wir sehr optimistisch beim Kaufen. Können wir ein bisschen schneller gehen? Habe ich Punkte über, die ich dort investieren könnte? Lass mal gucken. Nope. Brauchen ein Level.
So, da gibt's noch was. Bin so ein bisschen verwirrt. Ich meine eigentlich, müsste noch was geben im Motorraum, was wir untersuchen können. Was ich aber gerade nicht finde. Und da hat er das schlicht nicht. Doch, Kühler, da ist er doch. Ganz groß, vorne. Unglaublich. So groß, dass ich ihn übersehen habe. Da habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. So, dann haben wir das mal alles untersucht. Dann gucken wir mal in den Motorraum rein. Lass mal das Ding da wegnehmen, dass ich da freie Sicht habe. So, dann können wir hier mal. Ja, hat er natürlich nicht, ist ganz klar. Ein bisschen juckeln. Bisschen Krach machen. Da gibt es viele Teile, wie es aussieht. Scheibenkleister. Das heißt, das Auto hat viel Arbeit für uns. So, mal gucken, was er alles an Strom findet. Ist ja kein Elektroauto, müsste schnell gehen. Wobei, wenn noch viele Sicherungen da sind, dann natürlich auch die. Okay, dann brauchen wir mal die Reifenprofile. Schaffen wir es mit dem Auto auf Level 19? Ich würde mal sagen, ja. Jo, was haben wir noch? Das gute Ding hier. Und dann stirbt er. Unglaublich, dieses Geräusch. Ey, wirklich, es ist egal. So, gebe ich mir schon, dass ich Flüssigkeiten rausnehme? Nee, ich würde sagen, noch nicht. Wir packen erstmal wieder hier den Deckel drauf. Wir haben sogar zwei davon. Das ist ja phänomenal. Das ist der, der wirklich drauf gehört, vermute ich mal. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht. Das sieht irgendwie. Nehmen wir den, der drauf war. So, was können wir noch machen? Wir können den noch schieben. Irgendwie, Moment. Können den noch schieben auf den Diagnosepfad. Und erstmal wirklich alle Teile checken. Wir haben kein Motoröl drin. What the f? Ist doch drin. Ist noch über Minimum. Wo ist das Problem? Da muss doch anspringen und laufen. Es wird immer besser. Mal gucken, was er da noch rummosert, wenn wir das Motoröl so weit aufgefüllt haben, dass es läuft. Findet der garantiert noch was anderes, was nicht passt. So, können wir jetzt den Test machen. Akzeptieren. Danke. Also eigentlich müsste ich die Karre
weiß gar nicht, geht die überhaupt tunen? Aber eigentlich müsste ich was machen für das Auto. Das ist viel zu geil, um das einfach nur standardmäßig aufzubauen. Ah, war das laut. So, aber das alles eingestellt und passt. Das ist auch alles eingestellt und passt. Nicht so, wie ich es jetzt einstellen würde, aber die Entwickler werden schon wissen, was sie da machen. So, packen wir mal in die Waschhalle. Das kostet uns ja nichts. Da können wir nochmal Hochglanz polieren. Um sicher zu gehen, dass da wirklich nirgends mehr ein Stäubchen ist, was den Wert mindert. So, dann gucken wir den nochmal an. Okay, wir zerlegen ihn. Tutti completi zerlegen. Wir fangen mal mit der kostbaren Karosserie an. Tankdeckel. Das ging auch mal leichter. So, dann Sitze raus. Lenkrad raus. Und mit den Teilen weiter. Spiegel. Motorhaube. Kotflügel hat er gar keinen. Das ist alles Karosserie, wenn ich das richtig sehe. Alter, ist das brutal. Der hat keine Kotflügel, der hat keine richtigen Stoßstangen. Das hier ist alles Stoßstange hier. Kurios. Tja. Dann war's das, ne? Dann gehen wir mal an den Motor ran. Da müssen wir aber, glaube ich, vorher noch die Flüssigkeiten rausholen, sonst kriegen wir ein Problem. Super Quality noch. Interessiert aber keinen. So, wenn ich einen Anlasser rausnehme, müsste ich das Getriebe abnehmen können. Vorausgesetzt, ich nehme die Kardanwelle noch weg. Also normalerweise, wenn ich jetzt Getriebe abnehme, müsste doch theoretisch Getriebeöl und Motoröl auslaufen, oder? Na gut, Motoröl vielleicht nicht, weil das ist ja dann das ist abgetrennt, sage ich mal, mehr oder weniger. Und Motoröl läuft da jetzt nicht unbedingt raus. Gehört das zum Motor oder nicht? Schwierige Frage. So, ich glaube, ich habe den Motor.
Dann nehmen wir mal das gute Tool und dann machen wir mal überall die Flüssigkeiten raus. So, damit sollte eigentlich alles leer sein, was irgendwie mit Flüssigkeiten befüllt ist. Und raus ist er, der Motor. So schnell geht's. So, da haben wir das gute Stück sozusagen ganz alleine ohne Auto drumherum. Und da ist nur ein großes Loch geblieben. Guck, guck. Ah ja, so, den Behälter mal rausnehmen, den brauchen wir nicht. Da haben wir das Deckelchen runter, dann können wir die ganzen Sicherungen ziehen. Spannend. So, ganz kaputte Sachen werden geschreddert. Alles, was reparierbar ist, wird repariert und alles andere, was über 20% ist, heben wir auf für eventuelle Aufträge, wo wir Gebrauchteile einbauen können. Ich könnte auch alles reparieren, was ich... Ja gut, mache ich eh alles reparieren, was ich reparieren kann. Ne? Geht ja nur darum, dass ich die Sachen dann nicht schredder. So, dann haben wir nur noch hier die Achse. Das ist auch cool gemacht hier. So, wir nehmen die Kraftstoffpumpe noch raus. Dann haben wir, glaube ich, alles, was geht. Ich kann hier die Aufhängung abbauen, während die Räder dran sind und während das Auto auf dem Boden steht. Ernsthaft. Ne, ich wollte sagen, geht nicht. Ich kann zwar die Gummibuchsen rausnehmen, aber das bringt ja nichts. So, dann geht er mal hoch und dann können wir den hier mal achsenweise zerlegen. Ist halt echt die Frage, was mache ich mit dem Auto? Kriegt er den Motor, den er gerade hat, den ich nur rausgenommen habe? Oder versuche ich da den stärksten Motor getuned einzubauen? Oder was mache ich mit dem Auto? Das ist die große Frage. Also wenn ich ein Auto, was den Wert hat, was dieses Auto hat, nehme und alle Teile repariere, und dann aber Tuningteile einsetzt, dann verschenke ich Geld ohne Ende. Weil Tuningteile muss ich ja neu kaufen. Die reparierten Teile bringen mir einen Bonus, ohne dass ich sie anschaffen muss. Weil ich habe sie ja. Schwierige Entscheidung. Bin ich ganz ehrlich, dass ich das als schwierige Entscheidung empfinde. Weil der Punkt ist einfach der, wenn ich das zum Geld machen sehe, ist wahrscheinlich einfach reparieren und wieder aufbauen die billigere und bessere Methode. Obwohl die Tuning-Teile ja auch Geld bringen, aber wenn ich für die Tuning-Teile, die Geld bringen, vorher andere Teile habe, die ich reparieren,
macht das halt dummerweise überhaupt keinen Sinn in der Nutzenanalyse. Ich meine, das Auto war ja fahrtauglich. Bin ich so, dass ich jetzt ein Auto habe, was vorher nicht gefahren ist. Und jetzt gehe ich hin und repariere das wieder auf fahrbares Niveau. Und wenn ich den jetzt wirklich komplett auftunen würde, dann wollte ich ihn ehrlich gesagt doch behalten. Weil die Wahrscheinlichkeit, nochmal an so ein Auto ranzukommen, halte ich persönlich für geringer. Weil man muss dann einfach wieder darauf warten, dass wieder irgendwo so eine auftaucht. Kannst du nicht einfach losgehen und sagen, kaufe ich mir, stelle ich mir da hin. Ja, ist schon nicht so ganz einfach. So, wenn ich jetzt hingehe und das hier entferne, was ja im Prinzip die Federung und Halterung der Hinterachse war, sehe ich das korrekt? Also die muss ja eigentlich so aufgebaut werden. Hallo, wie kann ich denn hier ein bisschen zoomen? Ich würde das gerne mal anders sehen. Danke. Also, die muss hier eigentlich so aufgebaut werden. Hier sind normalerweise noch die Dämpfer dran. Das hier ist die Federung. An der Federung hängt die Achse. Also, wenn ich es realistisch betrachte, hängt das ganze hintere Ding auf diesen Blattfedern. Wenn ich die ausbaue, müsste die Achse runterfallen, rein theoretisch, oder? Oder verpasse ich irgendwas ganz, ganz Wichtiges? Geht hier noch irgendwas drumherum, was das normalerweise noch festhält? Ich weiß es nicht. Ich frage euch. Also weil rein theoretisch, wenn ich das Ding jetzt wegnehme, müsste praktisch die Achse hier mit den Rädern und allem dran gerade so plumps machen. Und ausgebaut sein. Rein so von der Logik her. Vielleicht ist meine Logik falsch, aber ich habe es halt jetzt einfach mal so überlegt. Um zu lernen, mache ich das Ganze öffentlich. Dann könnt ihr mich korrigieren und dann habe ich was gelernt. Oder ich habe recht, dann klinge ich sehr klug. Jetzt hätte ich Ahnung von dem, was ich hier mache, was ich definitiv nicht habe. Also wenn du mir jetzt ein Auto vor die Tür stellst und sagst, kannst du mir das reparieren? Du machst das doch auch hier im Car-Mechanik-Simulator. Dann sag ich, da oben ist eine Werkstatt. Real Life habe ich zwei linke Hände dafür. Also hätte ich es irgendwie mal gescheit gelernt, könnte ich es wahrscheinlich. Na, vielleicht gibt es ja auch dazu irgendwann mal irgendwo einen Udemy-Kurs. Alter, das ist nicht mal normal, was ich Kohle in Udemy-Kursen lasse, um Dinge zu lernen, die kein Mensch braucht. Aber es gibt da auch Sachen, die halt wirklich jeder gut gebrauchen könnte und eins davon lerne ich gerade. Was ich voll cool fände. Also, wir können nichts weiter abnehmen, ne? Das ist wirklich so. Oh, Moment, hier ist noch was. War da noch was? Aber das war's jetzt wirklich. Ich glaube, mehr geht nicht. So, Schweißgerät. Wir gucken. Wert der Karosserie 2971.
1600. So schlimm sah der gar nicht aus. Okay, 5289. Ich weiß gar nicht, was es vorher war, aber es war, glaube ich, weniger. So, dann nehmen wir mal die Räder runter. Und ich weiß echt nicht, welche Felge da gemeint wird, die ich nehmen soll. Bin eher am Überlegen, alle Felgen zu verkaufen. Weil Felgen zu lagern, um damit welche zu ersetzen, macht, glaube ich, keinen wirklichen Sinn. Was ich noch gebrauchen könnte, wären so 40% Reifen wie die hier. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich mir die mal aufheben soll. Weil ab und an bräuchte ich ja mal mit Sicherheit noch sowas, um irgendein Auto irgendwo hin in die Garage zu schieben. Um da dann zum späteren Zeitpunkt praktisch weiter dran arbeiten zu können. So, jede Menge Zeug. Anlasser, Kardanwelle, Getriebe. Bremse. Der lässt sich ganz schön feiern. So, Sicherungskasten. Jahre später. So, Kühler. Der Kraftstoffpumpe, was man hier alles reparieren kann. Ups, verklickt. So, die Felgenreparatur, Bremsklotz. La 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 la. Keine Ahnung. La la li la lo la li la la. Was anderes fällt mir dazu nicht ein, was ich gerade hier mache. Das ist, könnte dazu ein bisschen singen. Ich kann zwar nicht singen, aber ich könnte es trotzdem versuchen. Dann schalten garantiert alle ab. Langweiliger Content und schlechter Gesang. Die Kombi ist unschlagbar. Damit werde ich alle los. Ah, ja. Ach Gott, Leute. Es ist aber auch ein Krampf, dass das Zeug nicht fertig wird jetzt hier. Ne? Warum nicht alles hier zweimal, dreimal, viermal? Und dann vor allem diese kleinen Popelteile hier. Das war knapp. Habe ich das jetzt kaputt gemacht? So, das ist eins der teureren Teile. Da müssen wir uns wieder konzentrieren. So, Karosserie. Direkt mal vorbei. Ist auch daneben.
Ich bin gerade am Überlegen. Heißt dieses Symbol hier oben, dass das auf der Hebebühne einsteht, oder was heißt das? Ich kann es nicht erkennen, wirklich nicht. Da oben ist nichts. So, dann haben wir das alles. Dann nur nochmal die Bremsen angucken. Da waren ja, glaube ich, wenigstens mal zwei Bremsscheiben dabei. Eieieiei. Dann können wir die Batterie mal laden. Dass ich die Aufkleber wieder herstellen und alles wieder neu aussieht. Danke. So, komm, genug geschleift. Mach hin. Ja, ich bin noch am Überlegen, ob ich den Motor überhaupt auseinanderbauen soll oder ob ich nicht rausgehe und anfange, da wieder die Achse reinzubauen. Und der Motor dann zum Schluss. Das Problem, was ich sehe, also spätestens wenn ich den Auspuff anbaue oder den Tank, müsste ich mich entscheiden, ob ich dieses Fahrzeug tune oder nicht. Wird ja auch immer wieder gefragt, wie das geht, wenn man die Aufträge da hat mit Tuning. Ich glaube, ich habe selbst noch gar keinen gemacht. Ich müsste mal schauen, ob ich es irgendwie hinkriege, dazu ein Tutorial zu machen. Aber ich habe kaum Aufträge gemacht im privaten Spiel. Gebe ich ganz offen zu. Ah, die Stabis lassen sich nicht reparieren. Warum lassen sich die Stabis eigentlich nicht reparieren? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es eigentlich gerade ganz angenehm, das Ding zusammenzubauen, weil wir haben scheinbar noch alle Teile da oder haben es repariert und wir haben es schon ziemlich weit aufgebaut, ohne dass wir hier Probleme hatten, jetzt 100% Teile zu finden. Das konnten wir auch nicht reparieren, das ist aber schade. Das ist really schade. Ich bin irgendwie wieder so ein bisschen schläfrig heute. Liegt vielleicht daran, dass ich so viel gelernt habe. Ich finde dieses Thema so unendlich interessant, was ich gerade lerne. Dauert nicht mehr lang, ich rede drüber. Weil ich es loswerden muss, es brennt mir auf der Zunge. Das Verrückte ist, ich mache eine Coaching-Ausbildung
ohne dass ich das wollte. Ich wollte es eigentlich nur für mich lernen und habe dann festgestellt, oh, das ist eine Ausbildung. Das ist auch immer cool. Und dann auch noch bei einer nicht geschützten Geschichte. Also das... Das heißt, jeder, der es kann, kann es tun. Klingt interessant. Ich bin mal gespannt. So, dann fehlt eigentlich nur noch da der Motor. Das heißt, die Vorderachse haben wir eingebaut, bis auf die Dämpfer. Die Dämpfer muss ich mal gucken, dass wir uns da welche holen, weil ich glaube, reparieren konnten wir die nicht. Brauchen wir mal zwei, dann brauchen wir VA. Da. Zwei. Und Domlager. Zwei. Und dann muss ich hier noch das Stoßdämpferle zusammenbauen. Ei, 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 ein schickes Stoßdämpferle. Wie bei Sendung mit der Maus. Das war schwäbisch. So, den dann noch. Ja, es ist halt wirklich, es ist jetzt die große Frage. Ich meine, bisher hatte ich nichts ein oder bisher musste ich nichts einbauen, wo ich sage, ja, wir tunen, aber es, wir kommen jetzt an den Punkt, ja, wenn ich hier den Entschalldämpfer setzen will, der ist ja kaputt. So, reparieren konnte ich den nicht. Wenn ich jetzt hier reingehe und gucke, könnte es sein, oh, den gibt es hier gar nicht. Das ist natürlich noch gigantischer, wenn es den da nicht gibt, sondern nur hier. Dann hat er mit Tuning schon mal nichts zu tun. Dann können wir da die neuen setzen. Ohne dass wir uns damit was belasten. So, jetzt müsste ich praktisch noch hier oben das Interieur reinhauen. Und dann müsste ich noch hier hinten das machen. So, ein Kraftstofftank. Wir haben keine Kraftstofftanks. Ich habe privat, ich weiß gar nicht, wie viel Kraftstofftanks ich da besitze. Ich meine, die sind teuer, aber du brauchst die ja ständig, wenn du Autos restaurierst. So, die haben wir repariert, die können wir einbauen. Die Hinterachse HA-Typ, Starrachse, Hinterachse-Typ, Plattfeder. Was ein Name. So, dann brauchen wir erstmal ein paar Hinterachsstoßdämpfer. Nehmen wir zwei von. Eine für links und eine für rechts. Und ob ich jetzt richtig die Seiten angegeben habe, kommt auf die Betrachtweise an. Das ist nämlich interessant. Das ist das, was ich gerade lerne. Die Welt anderer Menschen. Und meine eigene besser wahrnehmen zu können. Weil, also, gucken wir es uns jetzt von hier an, ist das hier der rechte Stoßdämpfer. Jetzt sagt ihr, nee, nee, der ist links, wenn ich von hier gucke. Und dann sage ich, ja, aber wenn ich von hier gucke, ist er doch rechts, oder? Und von hier ist er links. Und je nach Blickwinkel können sich jetzt die beiden Personen, die unterschiedliche Seiten haben, darüber streiten, ob der jetzt rechts oder links ist. Und wir stellen fest, es spielt keine Rolle. Er ist dort, wo er ist. Das heißt, wir alle haben diese Filter aufgrund unserer Einstellungen und Glaubenssätze. Der Erste weiß schon, was ich gerade lerne. Die uns die Welt so erscheinen lassen, wie wir sie wahrnehmen. Das ist aber nicht die Welt, wie sie real existiert. Deshalb nutzen auch Diskussionen niemandem was. Weil eigentlich müsste man nur hingehen und müsste sagen, ich verstehe dich.
Weil wenn ich sage, der hier ist rechts und der hier sagt, nein, nein, der ist links. Ja? Und dann wieder der hier kommt und sagt, nein, der ist rechts. Und ich sage dann wieder, nee, nee, der ist links. Dann brauchst du, um diese Diskussion nur zu beenden, dass ich sage, okay, aus deinem Blickwinkel ist der rechts. Und aus meinem Blickwinkel ist der links. Und schon sind wir uns einig. Ich kann die Weltsicht des anderen akzeptieren. Muss sie aber nicht übernehmen. Und das fehlt uns auch in der heutigen Zeit so dermaßen. Viele Menschen glauben, du musst die Welt so sehen wie sie, ansonsten bist du total der Verstrahlte. Dabei gibt es auf der Seite auch Leute, die durchaus beachtenswert sind. Ja, es ist nicht so, dass das nur Deppen sind, die auf der Seite stehen, die nicht deine Meinung haben, sondern da sind Leute drunter, die haben richtig, richtig gute Ausbildung. Und die haben einfach nur eine andere Weltsicht wie du. Und über diese Weltsichten müssten wir mal diskutieren, dass wir beide, dass beide Seiten voneinander lernen können. Aber das ist was, das passiert nicht mehr in der heutigen Zeit. Und ich würde gerne mal wissen, warum. Das heißt, das, was ich lerne, ist eigentlich aktueller als jemals zuvor. Weil wir hatten noch nie so wenig Austausch wie aktuell. Oh, so, 42 Minuten. So, also im Prinzip, was fehlt, ist der Motor und der Motorraum. Motorraum kriegen wir vielleicht sogar noch hin. Ich meine, davon müssten wir welche haben, die 100% haben. Davon müssten wir welche haben, die 100% haben. Davon jetzt vielleicht nicht unbedingt, es sei denn, ich konnte reparieren. Die haben wir aufgeladen, die hat 100%. Das haben wir repariert, hat 100%. Das haben wir repariert, hat 100%. Die Sicherung für da rein, da haben wir ja welche gekauft, die 100% haben. Ach, nach dem Auto machen wir, glaube ich, mal noch ein paar Aufträge. Ich muss irgendwie mal zu den Aufträgen kommen. Und dann machen wir eine Tutorial-Folge. Ich weiß auch nicht, wie ich es anders sagen soll. Mit anderen Worten, ich mache eine Let's Play-Folge, die gleichzeitig ein Tutorial ist für alle, die nicht wissen, wie sie Tuning-Aufträge hinkriegen. Weil da kriege ich immer noch Kommentare, wie kriegt man Tuning-Aufträge hin. Es scheint im Spiel nicht gut kommuniziert worden zu sein, wie man das macht. Und da ich mir nicht 100% sicher bin, dass ich weiß, wie es geht, muss ich es einfach machen, um es zu erklären. So einfach ist das. So, fehlt nur noch der Motor an die Räder und die Karosserie. Und das alles haben wir ja mehr oder weniger zusammen und brauchen wir ja nur in der nächsten Folge dann auch noch irgendwie da reinzupacken. Das heißt, Motor auseinanderbauen, Motorteile reparieren. Dann müssen wir uns entscheiden, ob wir den Motor tunen oder nicht. Ich meine, die Kraftstoffpumpe müssten wir dann auch noch tunen oder nicht. Ist halt so die Geschichte, ja. Haben wir die Reparierten eingebaut, um sonst zu sparen und... Ist schon hardcore. So, und wir sind schon ziemlich nah dran. Also hier, wenn ich sehe, dass Wert der Teile 15.407 Credits sind und wir hier gerade mal, ich glaube, 5.000, haben wir 5.000 investiert, kommen wir von 178 oder 100, von 177. So 4.000 bis 5.000 Credits haben wir bisher in die Instandhaltung investiert. Und, dauert nicht mehr lang, dann sind wir mit dem Auto auch im Gewinn. So, wir suchen die Kamera. Mach mal ein Bild. Ich weiß nicht, was ich mit dem Bild anfange, aber ich mach's mal. Man weiß nie, für was es gut ist.
So, und dann würde ich sagen, machen wir hier an der nächsten Folge, machen wir dann hier an der Stelle weiter und bauen das Auto dann letztendlich komplett auf und dann verpassen wir dem noch eine schöne Lackierung, die anders ist wie die, die er jetzt hat. Und dann gucken wir mal, was das Ding auf dem Markt wert ist, weil wir brauchen Cola, Geld, Bares, Zaster, Keys, was gibt's noch für Ausdrücke? Egal. Ich bin hier raus, sagt danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß hier auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.